Hallihallo und herzlich willkommen in einem ganz besonderen Bronzespiel für mich. Ich bin prinzipiell alleine hier erstmal, aber wir haben einen sozusagen passiven Gast dabei und zwar wieder den Rolli. Ja, ich bin mit voller Unterstützung dabei, natürlich. Genau. Jo, besonders weil ich habe 91 League Points und wenn ich das gewinne, komme ich in die Promo. Jo. Und ich sehe gerade, wir haben hier auf jeden Fall einen im Team, der hat ehrenhafter Gegner. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ehrenhafter Gegner habe. Also theoretisch, laut den Zahlen, die im Internet stehen, sollte ich ehrenhafter Gegner haben. Mhm. Können wir dann mal testen, wenn wir zusammen spielen, ob du das bei mir siehst. Da, wie viel der Pick bist du? First Pick. Und First Jungle oder Support? Jungle oder Support, nein. Du weißt, ich mache, ne? Can go Jungle or ADC. Someone want Jungle or ADC. Gut. Ich hab's mal geschrieben, vielleicht antwortet jemand. Wenn nicht, weiß ich noch überhaupt nicht, wohin ich gehe. So, Katarina gebannt, Chaco gebannt. Jetzt könnte ich Akali bannen oder Fizz. Ich banne mal Fizz. Zed ist auch so einer, den könnte man bannen, weil er, also wenn man jetzt jungeln geht, weil er ist extrem kacke zu ganken. Oh nein, Vi ist gegangen, gebannt. Ich hoffe mal, dass wieder Jax ein bisschen aktueller wird. Mit dem habe ich auch immer gerne ein bisschen gejungelt. Ja. Okay, ich gehe AD Carry, weil Vi ist gebannt. Yay. Ja, ist aber mit welchen gehst du? Mit Quiffs? Mit Mafia Quiffs. Ja. Genau. Alles auf Dead Man Walking. So. Okay. Dann mal sehen, ob mich Graves dazu carryen kann. Ich bleibe jetzt auch mal in der Champion Select, weil ich bin zwar First Pick und habe jetzt mal eine Rolle, aber ich will das trotzdem jetzt mal analysieren hier. Momentan sieht es so aus, als würde ich eine Tristana bekommen oder ein Corki. Okay, Tristana und Corki sind ausgewählt beim Gegner, noch keiner bestätigt. Tristana Mitte ist natürlich auch immer eine Option, habe ich im Ranked aber noch nie gesehen. Ja, ich habe es ja aber im Normal schon oft. Es geht eigentlich, aber ich bin kein großer Fan davon. Ja. Yeah, I wanted to go by Jungle 2. Okay, nein, wir haben eine Vayne als Gegner. Die ist natürlich äußerst unangenehm. Die kommt langsam wieder in Mode, muss ich sagen. Hat man ja lange nicht gesehen, aber mittlerweile in letzter Zeit wieder sehr häufig. Und ein Olaf für die Top-Lane beim Gegner. Gebannt sind übrigens von mir Katarina, Shaco und Fizz. Und bei den Gegnern Cassiopeia, Irelia und Vi. Cassiopeia und Irelia eher unübliche Bans. Jetzt nicht super selten und super doof. Kann man durchaus nachvollziehen. Vi wird in letzter Zeit auch sehr häufig gebannt. Finde ich schade, weil ich gerne Vi spiele. Gut, dann wir haben im Jungle eine Diana und Top Lane einen Volibear. Und bei den Gegnern sieht es so aus, als würden sie, ja, Jungle Pantheon höchstwahrscheinlich oder Olaf Jungle, aber ich schätze ganz stark, dass Pantheon Jungle ist. Und eine LeBlanc Mitte. Ja. Gut, der Last Pick ist Support. Hat noch gar nichts geschrieben. Heißt nicht, dass der jetzt schlecht ist, aber Last Pick so. WTF! Ich dachte mir, dass das gleich passiert. Er hat wir haben eine Lux eingeloggt, die auch Mitte geschrieben hat und ich habe jetzt einen Heimerdinger Support. Ah, okay, ich dachte eigentlich, dass irgendwie nichts gedrückt hat oder so. Heimerdinger Support. Oh, da kommen Erinnerungen bei mir hoch. Das ist, wenn du jetzt Jinx wärst. Ach ja, das wäre. Nee, ich bin Graves, aber also, wir werden sehen. Problem ist halt, ich will jetzt zwangsweise pushen. Und die Gegner haben auch keinen richtigen Support. Doch, Morgana Support.
Das beim letzten Game das wird zu der. interessant. Also das sind diese Games, die kann man gewinnen. Die sind einfach nur nicht schön zu spielen. Nee, das wird äußerst gefährlich auf der Botlane, weil Heimerdinger ist auch äußerst squishy. Ist kein Tank. Ja, Morgana natürlich auch nicht, aber Morgana hat natürlich viel, viel mehr CC als ein Aber Heimerdinger. Morgana kann Boah. sich auch selber schützen, kann den eigenen Verbündeten schützen. Gut, Alles wir so. sehen uns auf jeden Fall in-game. Oh, was für ein schneller Ladebildschirm! Ich wollte noch was trinken! Mädels, kauft euch mal einen schlechteren Rechner! Was mir auffällt, immer wenn ich anfange was zu reden oder was sage, hört der Ladebildschirm auf. Das. Es tut mir leid. So, wir haben geredet über Morgana, dass die sehr viel CC hat Ne, und ich schützen wollte kann. reden, ich hätte geredet, aber ich konnte nicht. Ja, genau. Wir werden sehen, das wird äußerst interessant. Also, wenn ich das gewinne, dann, okay, dann cool, aber ich bin mir echt nicht sicher, dass wir das gewinnen können. Ach ja, Pantheon Jungle, genau, das hatte ich ja vermutet und Olaf Top. Naja, wir werden sehen. Ob das eine sehr flamelastige Runde wird, ob es eine Trollololl-Runde wird, in der wir am Ende obsiegen werden oder. Also ich sag mal so, im Grunde, was bei uns bei immer war, ist, ich war Heimatdinger, aber ich habe ja dich trotzdem irgendwie immer gut unterstützen können, weil Ja, Los klar. hat er ja, wenn man es Was so mit nimmt. Heimerdinger sehr, sehr schwer ist, ist das Farmen, weil die Türme von Heimerdinger natürlich farmen. Ja. Und du pusht halt, wenn du die Türme stellst, ganz schön stark rein. Genau. Wir werden sehen. Also, ich will ihn jetzt nicht von Anfang an flamen, weil wir haben das ja selber mal gemacht. Ich muss allerdings sagen, auch dazu noch, damals war ich auch noch nicht so lange dabei und ich konnte eh nicht gut farmen als ADC, ne? Damals war aber die meines dabei, Teleport. Genau. Erinnerst du dich noch? Genau, damals haben wir noch mit Teleport gespielt. Teleport hier und Teleport Mana, Dingens. Das weiß ich noch ganz genau. Als wäre es gestern gewesen. Oh, es war gestern. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon LoL spiele. 1,5 Jahre. Plus Ich minus. bin mir gerade nicht sicher, weil wir haben ja Marian erst durch Land of Clans kennengelernt. Und Marian hat uns zum LoL-Spielen gebracht. Mich hat er wieder zum LoL-Spielen gebracht. Ja, stimmt. Du hattest ja vorher schon. War schon Level 12, der Lutschkissel-Account. Ja, wobei Level 12 auch noch nicht so weit ist, ne? Ja, nee, darum geht's jetzt nicht. Jetzt Boah, geh mit ich auf zwei mich Kanonen los. wird das schon kritisch mit dem Farm. Ja, ich krieg halt viel weniger Farm als sonst, logischerweise. Gut, Morgana ist diese zwei Normal Hits von mir. Sehr gut, Top Lane hat gleich erstmal First Blood gemacht. Gefällt mir. Top ist bei euch nochmal. Volibear gegen einen Olaf. Also, man merkt das Hacker, wenn es mittlerweile Toplane langsam irgendwie Meta wird. Okay, nein, habe ich nicht sehr Wird sehr bemerkt. oft gespielt auf einem höheren Elo. Okay. Mist ist Hacker noch immer der typische Jungler. Der plötzlich auftaucht und einfach alles Auf jeden wegkotzt. Fall, ja. Mein Heimerdinger ist gerade low life. Ja, Morgana kann halt auch mal ihre Pfützen setzen und kann damit jetzt schon fast eine Kanone komplett töten. Das heißt, sie wird später die Kanonen halt einfach rippen, ne? Ja, aber naja, wie gesagt, Ja, die du Kanonen musst bekommen ja auch nicht mehr hier Leben. eigentlich versuchen, die Lane zu gewinnen. Und Ja. naja, am Ende wird sich das rippen, das ist normal. Aber Level 12, 13 stehen die Kanonen nicht mehr lange.
Gut, ich habe 20 Farm, die Vayne nur 16. War auch ein bisschen später da als ich. Ah, er hat jetzt keinen Mana mehr. Natürlich blöd für so einen Supporter. LOL. Hier raus und die haben gerade richtig Damage gefressen. Beide. Die haben den Heimerdinger gefokust, weil Heimerdinger halt, ja, gecaged worden ist. Aber die haben gerade richtig wenig Leben. Und die haben den mit dem Normalfall in den Kanonen stehen. Jo. Nee, das ist, war, ja, weiß nicht, auf die Kanone habe ich gerade gar nicht mal so geachtet, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall habe ich ihnen auch eine Menge Damage gemacht. Weil ich halt ein paar Normal Hits und eine Kuh drauf machen konnte und so. Okay, das war uns erstmal. Netter Gank. Vom gegnerischen Pantheon. So nett in Sachen nett, der war da und. Egal, ja, er war da, aber zu dem Zeitpunkt sind die sind halt ein bisschen vorher schon reingegangen, mussten sie auch. Und die haben halt beide nur noch 200 und 250 Leben. Okay, also nichts Negatives für euch. Nein, nein. Alles klar. Oh, da hätte ich eventuell mit Flash einen Kill machen können. Aber dann wäre ich eventuell gestorben gegen die Morgana. Das wäre riskant gewesen. Die ist gerade mit, keine Ahnung, weniger als, also kein einstellig wahrscheinlich sogar Kills weggekommen. Okay. Läuft aber bis jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So. Zwar nur 42 Last Hits, was deutlich, denke ich mal, weniger ist, als ich sonst um diese Zeit haben könnte. Aber es hält sich in Grenzen. Ich gebe mir Mühe zu farmen. Ja, ich brauche noch ein bisschen Gold. Boah. Ja. Ist nicht Oh, es ist nicht einfach zu farmen, so echt. Erschwerte Bedingungen. Gut, jetzt kann ich weggehen. Für mein BF-Sword. Best Friends. Forever. Wir haben zwar noch keinen Kill gemacht, aber wir haben auf jeden Fall den Damage-Austausch im Early Game jetzt deutlich gewonnen. Natürlich sehr schade, dass nichts draus geworden ist. Ja, Krieg geht halt auch nicht immer, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich guck grad mal auf die Top-Lane, da wurde gerade gegankt, aber keine Gefahr für Wullibear. Jetzt kommt Counter-Gank. Immer wieder abhauen eigentlich. Oh, sehr gut. Ein Kill für unser Team auf der Top-Lane. Und kommt der zweite noch hinzu? Ich muss wieder auf meine eigene Lane gucken. Wie ich die instant verjage, das ist nice. Okay, nein. Noch ein Kill für den Gegner auf der Top-Lane. Gut. Heimerdinger lässt sich die ganze Zeit cagen. Das gefällt mir vor allem nicht von der Morgana. Natürlich den Vorteil, dass er die Gegner reinbaitet und ich ein bisschen Damage machen kann, weil sie halt rankommen. Aber trotzdem äußerst riskant, weil wenn das nochmal gelingt, dann ist er jetzt tot. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ja.
Ja, sag das ihm nicht mehr. Ja. Kannst du kurz Testdaten geben, was sag ich ihm? I can dodge. I can dodge. Dodge. Kann auch Deutsch. Warum? Warum gehst du rein und killst den Stil, du scheiß Jungler? Ah. Mann, das war mein Kill. Ich habe jetzt sogar noch die Ulti verballert. Sinnlos. Mann, das nervt. Den hätte ich richtig gut gebrauchen können, den Kill. Schade. Warum geht der Heimerdinger jetzt zurück? Er hat wahrscheinlich keinen Mana oder so. Ja, hatte keinen Mana. Trotzdem nervig. Der geht. Die ist auch relativ low life. Der gegnerische Eddie Carry und. Naja. Mal eventuell noch einen Kill machen können, meiner Meinung nach. Und außerdem brauche ich eh gerade noch ein bisschen Gold. Gut, mein Heimerdinger ist wieder da. Gut, jetzt habe ich keine Mana mehr, aber ich kann bald weggehen. So. Ja, wir pushen halt übelst durch die Türme. So, meine E kostet 40, meine Q 90 sind 130 und 230 Mana wären nice. Dann hätte ich die E, die Q und die Ulti. Oh, ich krieg keine Minions gerade. Okay, defensiv eingesetzte Ulti vom Heimerdinger. Lasst mir doch mal einen Kill, Mädels. Gut, jetzt gehe ich aber back. Jo, die Gegner haben auch einen Drake, den ersten bekommen. Wir sind von Kills leicht vorne mit 5 zu 3. Ich spiele 0-0-2. Hab 2 Assists immerhin. Die Band spielt 0-0-0. Aber ich hätte gerne wenigstens einen der beiden Kills gehabt. Das wäre ziemlich nice gewesen für mich. Du kriegst nie Kills, das ist bei dir ein Standard. Ja, gut, der. Du kommst erst, ja. Du kannst nicht mehr im Leben machst 17 Kills. Ja. Wobei ich in letzter Zeit schon ein paar Kills auch im Early Game gemacht habe. Also, ja, das aber auch mit mir gespielt, also. Ja, auch. Ich meine, ich hab's jetzt schon auf den Last Hit gewartet, aber ich hab gewartet. Naja, die warten jetzt halt überhaupt nicht, beziehungsweise stehen den teilweise noch. Das erste war wirklich, die Diana wollte uns ganken. Morgana geht übelst retarded rein. Wir töten die fast und dann kommt die Diana und killt den. Die hat vorher keinen einzigen Damage gemacht, nur den Last Hit.
Springt rein, killt den. Also das ist schon, naja. Gut. Ja, verballer deine Mana nicht so sinnlos. So, Last Hitten auf hohem Niveau. Bam. Ja, das war der falsche. Den wollte ich. Lol. Was halt die Vayne hat auch, was teilweise nervt, ist dieses Wegschieben auch, womit die einen ja auch gegen die Mauer dashen kann. Das geht irgendwie übelst weit. Also ich kenne keinen Champion, der so weit wegschieben kann. Lol, diese retardete gegnerische Botlane, die ist so scheiße. Die achtet überhaupt nicht auf die. GTWP. Alter, das war richtig gut gespielt von mir. Da muss ich mir jetzt mal selber loben. Und von meinem Supporter. Oh. Good job. Oh, nice. Oh. Ja. Oh, wir sind vor allem deutsches Team. Die Diana ist deutsch. Ich bin deutsch. Mein Supporter, der Heimerdinger, ist deutsch. Oh. Alter, das war gerade richtig nice. Dieser Triple Kill. Und davon Double Kill unterm Tower mit der Ulti gemacht. Einfach wunderschön, ey. Oh, die Lux. Lern mal irgendwas zu treffen. Jo, wir könnten den Drake machen. Nice, good job. Oh, wie ich das war ein Killstil. Okay, ich habe meinem Supporter gerade einen Kill gestealt, aber das kann man ja mal durchgehen lassen, ne? Oh, nice. Ein Drake und 3 Kills oder sowas haben wir gerade gemacht. Oh mein Gott, dieses Team. Oh mein Gott, das wird die Promo. Ja, jetzt habe ich missklickt. Ich wollte erst Q und danach E machen. Ach ja, nice, trotzdem richtig nice. Jetzt kann ich mal kurz ganz normal farmen, ohne Heimerdinger. Aber so lernt man auch das Last Hitten, ne? Wenn man einen Heimerdinger-Support hat, mit dem lernt man das Last Hitten. Ja, gut. Das ist zumindest die beste Herausforderung eigentlich. Jo. Gut, sehr gut. Oh, da ist eine LeBlanc. Da ist eine LeBlanc. Und ein Pantheon. Ja, ich renne ja schon. Ich renne ja schon.
Ach ja, die pingen aber auch alle schön. Das, ich mag das. Das kann zwar nerven, aber ich mag das, dass sie gerade so richtig schön pingen alle. Ja, aber sag mal ehrlich, du bist einer, so wie ich, der das direkt merkt, den Ping, aber ein anderer braucht halt Ja, das nee, ich Ping. übersehe auch meinen Ping, auf jeden Fall. Gerade wenn man nur SS pingt auf seiner Lane. Das sehe ich nicht. Wenn bei mir der Ping ist, dann merke ich das meistens. So. Du kannst die Kanonen natürlich auch geil in die Büsche setzen, um auf die Büsche Vision zu haben, ne? So. Oh, da hat sie die Kanone gestunt und die Pfütze drunter gesetzt. Sehr gut. Morgana, so muss das. Also von mir aus können wir echt engagen. Lol, man kann im Stun verschoben werden. Ich wurde gerade von der Morgana gestunt und danach mit der Q von der Vayne weggeschoben. Ist ja übelst nice. Also nice im Sinne von nervig. Und die Kanone vom Heimerdinger, ich weiß nicht, ob das Buggy ist oder ob das so sein soll. Die macht doch ab und zu ihren starken Schuss, ne? Ja. Die macht die normale Schüsse nach vorne, dann den starken Schuss nach hinten und dann wieder die normalen Schüsse nach vorne. Also sie Okay. war von Minions umgeben. Ja, dann weiß ich die um noch nicht genau wohin. Gut, ich versuche irgendwie mal Mitte zu gehen mit. Auch wenn der Tower da fällt. Jo, ist klar, genau. Easy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, LeBlanc! LOL! Da schreibt sie LOL, die LeBlanc im All-Chat. Oh mein Gott! Wie steht's von den Kills? Nee, ich stehe 5-0-4 und unser Team 18-6. Wow. Das war gerade eine ziemlich interessante Situation. Wir haben die LeBlanc verfolgt. Und dann kam der Pantheon noch und wir mussten wegrennen. Die haben mir übelst viel Damage gemacht. Ich habe meine E benutzt und bin weggeflasht und die LeBlanc ist hinter mir her, wollte mich noch killen, obwohl die Lux schon wieder da war, noch mit zum Sichern. Und die LeBlanc hat ja ihren Zauber, mit die sich vervielfältigt, sich portet und so kurz unsichtbar ist. Weiß nicht, was das für einer ist, ich kenne LeBlanc als Champion überhaupt nicht. Aber die macht den und ich treffe die halt instant, als sie wieder auftaucht, mit einer Q und sie ist tot. Das geht ab. Gut. Sehr gut. 150 Farm ist ganz ordentlich mittlerweile. Also das Farmproblem hat sich auf jeden Fall erledigt. Jo, Das vor allem der ich muss Heimerdinger wieder kauft kommen. sich auch gar keine Wards, der benutzt einfach seine Kanonen zum Warden. Ja, es klappt ja, das ist das Neue. Im Grunde. So kann er noch mehr auf Damage gehen eigentlich. Ja, immerhin habe ich den Pantheon noch geschafft zu killen. Aber dafür stirbt jetzt leider mein Supporter noch. Ja. Die LeBlanc hat den Minion mit ihrer Kette.
Ach ja. Ja, das war ein schlechtes Positioning von uns auf jeden Fall. Da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten. Aber dafür haben wir unserem Team Zeit gekauft und unser Team hat einen Drake gemacht in der Zeit. Das ist ziemlich nice. Damit haben wir jetzt zwei Drakes, die Gegner einen, weil die hatten den ersten gemacht. Und ich stehe 6-1-4 jetzt. Mann, bin ich ein Fieder. Ja, aber Heimerdinger Support läuft auch 0-2-10. 10 Assists. An der Hälfte der Kills beteiligt vom Team. Muss sein, das rieche ich sogar, wenn ich Main Midland spiele. Ja, ja, ja. Behalte deinen Kopf. Und in der Mitte ist gerade fetter Fight. Da kackt unser Team gerade ab. Wobei der Wullibär kommt sogar weg, ne? Lol. Da ist ein Ziel, das ist ein Team gefunden, was sogar wirklich allgemein gut spielt. Ja, das ist ganz okay, das Team. Oh, und Lux kriegt den Kill, egal. Hauptsache, sie ist tot. Jetzt kriegen wir noch einen Mid-Tower. Ich spiele jetzt 6-1-8. Hab gerade ein paar Assists abbekommen. So. Ich brauche unbedingt Lebensraub. Gut. Läuft soweit. Dann habe ich jetzt ein bisschen Lebensraub. Ja, ansonsten kann ich mir gerade noch nicht so viel kaufen. Geh mal wieder Mitte. So langsam ist so die Zeit angebrochen, wo Teamfights sind. Wir haben doch nicht den zweiten Tower bekommen, aber er hat nur noch 480 Leben. Das heißt, wenn wir nochmal so eine Chance bekommen sollten, dann... Jo. Ah, oh, naja, die LeBlanc ist zwar nicht gefeedet, doch, die ist gefeedet. Die hat 7 Kills. Die hat fast alle Kills aus dem gegnerischen Team. Die hat 7 Kills und das Team hat 11 Kills. Also vor der LeBlanc echt vorsichtig sein. Und die, der ADC von denen ist richtig scheiße. Gut. Wieder ein Assist. Was? Das war nur ein Double? The fuck. Da hat sie uns jetzt ausgetrickst. Vorhin waren wir richtig, aber diesmal haben wir es leider verkackt. Jo. So. Gut, Heimerdinger def das hoffentlich. Boah, Mist. Das war jetzt gerade schlecht, irgendwie, da ich die Kuh nicht mehr rausbekomme. Ach, nee. Die LeBlanc macht einen übelsten Schaden. Wegen der könnten wir das echt noch verlieren. Ah, die Lux hat ein bisschen verkackt gegen die LeBlanc. Die LeBlanc steht mittlerweile 9-4. Beide Tode von mir sind auch an der. Muss ein bisschen defensiver spielen. Wir haben halt nur einen Tank. So wirklich. Und das ist halt unser Toplaner. Dadurch, dass der Supporter nicht tanky ist und der Jungler auch nicht mit Diana.
Muss ich mich ein bisschen hinter denen stellen. Ja, eine Minute Drake. Ja, 40 Sekunden, Drake. Okay, ich hoffe, Wullibär kommt mal mit zu uns, weil Wullibär ist echt, den brauchen wir im Teamfight. Ohne Wullibär verlieren wir das. Wullibär ist für die Teamfight so extrem wichtig. Alter, diese LeBlanc, das ist doch nicht normal. Ja, immerhin. LeBlanc müssen wir fokussen, die killt mich jedes Mal. Oh, Lux. Was war das denn? Der Stun von Lux ging ja nicht mal in die Richtung. So nach dem Motto. Ah, nee. Ja, na gut, trotzdem. Insgesamt haben wir den Teamfight gewonnen. Wenn ich halt natürlich immer am Anfang sterbe, ist für mich halt ärgerlich, weil ich dadurch nicht noch mehr gefeedet werde. Aber das ist halt das, was die LeBlanc drauf hat. Mich rausfokussen. Rupfen wir ein Hühnchen. Ah, Bot Tower geht down wahrscheinlich. Gegen die vielen Minions. Ja, wenn ich jetzt Jinx hätte, könnte ich noch versuchen, aus Distanz ein bisschen assassinenhaft Leute zu töten. Aber ich bin nicht Jinx und damit müssen wir jetzt leben. Jo, wieder ein Kill für mich. 7-3-12 jetzt. Gut. Das ist... Ich habe keine Chance. Die LeBlanc macht so viel Damage. Ich muss mir jetzt ein Magieresistenz-Item kaufen. Good. Banshees unbedingt. Die hat vier Kills. Viermal bin ich jetzt bis jetzt gestorben und das war alles vier die LeBlanc. Ich kann auch auf die keinen Damage drücken. Die jumpt rein und die one-hittet mich im Endeffekt. Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt auch mitgeholfen, die zu feeden, aber war vorher schon gefeedet, sonst hätte die mich nicht one-hitten können. Unser Team Tower divet schon aufs Übelste. Ja. Na gut. Bin ich jetzt auch gleich wieder im Teamfight.
Oh, ich hab die Axt. War gerade ein bisschen, habe ich nicht ganz verstanden, warum der Wullibär da jetzt unbedingt Tower diven wollte. Oh, die Lux ist echt schlecht. Die Lux ist echt nicht gut. Na gut, 199 Farm. Ganz okay. Meist, was jemand hier in diesem Spiel gerade hat. Ich gehe mal Toplane, da ist auch noch Farm. Muss gedefft werden. Wullibär braucht eigentlich keinen Farm mehr. Der spielt 11-1-6. Ist ziemlich nice. Und das ist übelst tanky halt einfach, ne? Machen. Ich, vor allem, warum konnte ich gerade keine Q machen? Ich verstehe es nicht. Ich habe 5-mal Q gedrückt. 5. Mal gestorben gegen die LeBlanc. Nur noch am Sterben. Nee, keine Ahnung. Das ist jetzt, läuft echt nicht gut gerade. Oh, der Teamfight, das sieht gefährlich aus. Aber läuft ganz gut für uns. Nice, den Teleport abgebrochen. Ich kann eigentlich nicht, ich darf nicht wie gerade eben Split pushen gehen oder irgendwas machen. Aber immerhin hat man jetzt schon gemerkt, als ich angefangen habe, mir Magieresistenz zu kaufen, dass die mich nicht mehr komplett gewonshottet hat. Aber die macht trotzdem halt noch einen übelsten Damage. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Lol. Ich konnte nicht über die Wand gehen. Egal. Ja, LeBlanc ist tot, mal wieder, endlich. Was heißt mal wieder? Sehr gut. Jo, lass Baron machen, das ist... Oder Baron irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, unser Jungler ist gerade down, deswegen ist es mit Baron machen ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell ist das natürlich eine gute Idee. Lol, die Krabbe getushottet. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Nee.
an die Aufnahme. Der dritte Abonnent heute am Tag. Wir haben gerade eine versehentliche Aufnahme gemacht übrigens. Einen versehentlichen Baron. Trieb ich schon. Was mir jetzt willst du damit sagen? Mir noch nie passiert. Aber ich wollte ihn nicht anfangen. Ich habe den aus Versehen angeschossen. Wow, nice Wooly, nice Wooly. Der hat mich gerade übelst beschützt, hat sich direkt vor mich gestellt und so. Weil ich übelst Lowlife war. Nice. Der Wooly ist richtig gut. Das ist mein Bro. Er muss trotzdem auf mich warten. Ich drück halt auch einen ordentlichen Damage, ne? Na, hallo, laufen, Graves. Irgendwie ist Graves heute ein bisschen bockig. Wollte vorhin seine Kuh nicht machen, wollte jetzt nicht laufen. Nice, dieser Schild gerade von der von der Lux, so nice. Ha, diesmal hat sie mich nicht geschafft zu töten. Diesmal haben wir sie getötet, bevor sie mich töten konnte. Back, 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 back. So. Alter, was ist das für ein riesiger Farm? So. Wie viel brauchte ich jetzt für das? 1425. Gut. Ich mach mal die Kröte. Und bleib mal bei dem Wooly. Bär. Gemeinsam bei meinem lieben Tank. Wobei ich mittlerweile auch einigermaßen tanky bin. Also für einen AD Carry einigermaßen tanky. Den Banshees. Gut. 257 Minions habe ich gekillt. In dieser Runde bis jetzt, nach 43 Minuten. Oh, da ist sie, die Blau. Gut, easy Tower für uns. Alter, wie viel Schaden die schon bekommen hat, die LeBlanc. Durch dieses bisschen Poke da. Easy, Teleport gecancelt. Gut, der Gegner hat einen Drake, aber wir haben Gegner. Good job. So. Jo, easy win. Also easy nicht. Es war zwischendurch ein ganz schönes Gekämpfe. Die LeBlanc war richtig gut. Die kriegt von mir auch ein Honor, ehrenhafter Gegner. Die war wirklich saustark. Die hat mich ein paar Mal gewone-shottet. Das war nicht so witzig. Fehler habe ich ein paar gemacht, was Positioning betraf. Das eine Mal, wo ich die Top gedefft habe und dann noch reingepusht habe, wo mich die LeBlanc dann getötet hat.
Ja, ansonsten in Teamfights halt auch nicht so ideal, dass ich zu weit vorne stand, dass die LeBlanc halt reinspringen konnte und mich ein paar Mal gekillt hat. Aber die LeBlanc hat halt eine übelste Mobility als Champion, gegen die ich ziemlich wenig machen kann. Und Graves ist leider ein AD Carry, der nicht so eine Mega-Range hat. Gerade mit seinen Attacken auch. Also die Q und die Ulti, also die Ulti hat schon eine einigermaßen hohe Range, aber gerade die Q hat eigentlich ziemlich wenig Range. Ich muss auch ein bisschen ran an die Gegner. Und die LeBlanc hat das gut gespielt, hat mich immer rausgefokust. Hat nicht gereicht, um für die Gegner das Spiel zu entscheiden. Und gut gespielt auf der Botlane. Am Anfang hätte ich gerne einen Kill gehabt, aber die habe ich ja dann alle bekommen. Ganz coole Runde eigentlich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal beim ersten Promo-Game. Willst du auch noch Tschüss sagen, Roman? Tschüss.